Mein Mecher ist eine Mut. Nee. Weihnachten ist vielleicht vorbei, aber ich habe ein paar Weihnachtsgeschenke noch erreicht und die muss ich euch jetzt einmal zeigen. Hey Welt, willkommen zurück auf meinem Kanal. Für die, die neu sind, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lina und das ist meine kleine nachweihnachtliche Welt. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen. Es hat euch emotional und psychisch nicht so sehr fertig gemacht. Bei mir war es so eine Auf- und Abfahrt. Aber ich muss jetzt trotzdem noch mal ganz kurz Weihnachten ein bisschen ansprechen. Ich finde es ein bisschen blöd, wenn ihr das Video wesentlich später guckt. Ihr seht, mein Gesicht ist mal wieder halb geschminkt. Meine Haare sind absolut noch nicht gemacht. Ich habe heute tatsächlich mir einen Tag freigenommen. Also ich müsste theoretisch wieder arbeiten. Es ist der 27. Dezember aktuell. Und das ist der Geburtstag meines dieses Jahr leider verstorbenen Großvaters. Dementsprechend ist die ganze Weihnachtszeit ein bisschen schwierig gewesen. Und auch heute, glaube ich, wird nicht so ein einfacher Tag. Deswegen versuche ich mich gerade so ein bisschen emotional darauf vorzubereiten und mich wenigstens im Vorhinein ein bisschen gut zu fühlen. Und deswegen zeige ich euch jetzt einmal zwei Pakete, die ich bekommen habe. Eins machen wir nochmal zusammen auf und das andere machen wir dann in einem anderen Video auf. Und ich musste wirklich sehr lange überlegen, welches ich aufmache. Aber wir fangen mal mit dem an, was ich nicht aufmache. Jetzt erstmal einmal von Purish. Ich weiß, was da drin ist. Sie haben mir die Collection von Catrice und Jenny zugeschickt. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dachte ich auch, mache ich erst auf. Dann dachte ich mir so, was? Ha, nee, gut. Das andere ist nämlich von Love. Dieses wunderschöne Paket hier. Das ist nämlich das X-Miss Love Set. Und das sieht ja nicht nur total süß aus. Sind auch total schöne Produkte drin, die nicht nur für Weihnachten super sind, sondern allgemein. Und da Weihnachten ja eigentlich schon vorbei ist, aber die Sachen sich halt, wie gesagt, auch sehr gut für nach Weihnachten eignen, gucken wir uns jetzt diese Box mal an. Natürlich mache ich das wieder mit dem Handy. Deswegen gucken wir uns jetzt diese wunderschöne Box an. Ich finde es irgendwie süß, dass es mit Leo ist, obwohl ich eigentlich Leo gar nicht mag. Aber wir machen jetzt mal zusammen auf. Und ich habe nämlich schon, hier ist eine sehr, sehr süße Karte. Vielen Dank an die Liebe für Love. Und einmal ist da ein Notizblock drin von Leuchtturm, also so ein Notizheft. Das finde ich super cool. Ich brauche sowas nämlich immer mal wieder, weil mein Gehirn ist ein Sieb. Einfach so mit, so nicht Karos, aber vor allem nicht Linien. Ich mag nämlich nicht auf Linien schreiben. Ich schreibe lieber auf Karos, I don't know why. Aber das ist halt dementsprechend perfekt und ich finde es richtig süß hier auch mit diesem Imprint. I love that very much. Und hier sind noch eine Menge schöne Sachen drin. Einmal ein Highlighter Brush. Einmal die Highlighting und Bronzing Palette, eine Mascara, bei der ich sehr, sehr gespannt bin, weil Mascara, wir kennen das Drama, ein Lippenstift von Love, die Farbe habe ich tatsächlich noch nicht, das ist die 502, da bin ich sehr, sehr gespannt und hier ganz unten ist eine von den riesigen Paletten, ein Morden Gold, das ist diese wunderschöne Neutral Tone Palette, bin ich eigentlich kein Fan von, aber ich bin sehr gespannt, wie diese Palette mir gefällt, weil die einzige Lidschattenpalette, die ich von Love hatte, war Annie ganz gar nicht mal die erste Lidschattenpalette, die von Love hatte, war die mit Hattie. Die fand ich sehr gut. Die mit Letizia fand ich ja... Ja... Deswegen bin ich auf diese sehr, sehr, sehr gespannt. Die ist ja sehr riesig und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar, womit fangen wir denn an? Ich packe ganz als allererstes einmal diesen Brush aus. Ich habe ja einen von Love schon, dieses Schätzchen hier. Ich hoffe mal, dass der von der Farbe dazu passt. Ich gehe aber mal sehr stark davon aus, weil das Packaging sehr ähnlich ist. Oh, das ist so einer. Oh, interessant. Oh, okay. Ich finde, der ist sehr groß. Ist vom Handling wieder ähnlich wie der andere. Ich finde die nach wie vor ein bisschen leicht, aber natürlich auch ganz praktisch. Ich finde den vom Kopf sehr groß. Ich habe so einen von der Form ähnlichen von Real Techniques. Der ist noch ein bisschen kleiner. Und den finde ich schon relativ groß. Bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, inwiefern mir das gefallen wird, aber ich mag es immer sehr gerne, dass sie diese kleinen Schutzhüllen für die Pinselhaare mit dabei haben, dass die Form halt einfach besser behält dadurch. Dann machen wir mal weiter mit der The Glorious Highlighting und Bronzing Palette. Das ist die 010 Rose Addiction. Und ich mache einfach mal kurz den ASMR-Moment. Es hätte schöner sein können, war es nicht. Aber ich finde die anderen vom Packaging so schön. Hat die auch wieder so eine leichte Schlangenleder-Lederprint-Optik. Mag ich sehr, sehr gerne. Haptik vor allem auch. Und das ist diese Farbe. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Mir gefällt alles daran. Das ist auch noch so ein Soft Illuminator. Den benutze ich tatsächlich jetzt einfach einmal kurz für unter die Augen nochmal. Benutze immer auch sonst sehr, sehr gerne von Too Faced dieses Trio Born This Way. Als diesen Soft Focus einfach nur als Under Eye. Oder weil das halt so ein ganz, ganz bisschen schimmert und dann die Haut darunter nicht mal so tot aussieht. Dann mache ich mal weiter mit dem Luminous Bronzer. Und ich liebe, dass es ein Luminous Bronzer ist. Deswegen gehe ich jetzt mal in den Love Bronzer Pinsel. Oder Powder Pinsel. Ich weiß gar nicht mehr, was passt du denn für einen Pinsel? Ein großer auf jeden Fall. Steht leider auch nicht drauf. Das wäre cool gewesen, wenn es draufstehen würde, was es genau ist. Und gehen wir jetzt hier in den Luminous Bronzer. Oh, ich liebe, dass man das umklappen kann. Ich weiß nicht, wie viel abkommt. Glaube, nicht so viel. Suchen wir das mal. Liquid ist da so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das habe ich sonst eigentlich immer, gerade bei so Bronzer-Sachen. That's pretty. I really like that. Das ist auch sehr subtil. Guck mal, der Unterschied.
Das sieht so smooth aus. Oh mein Gott, ist das geil. Ich muss sagen, es ist sehr irritierend, wenn man das Gefühl hat, es kommt gar nichts von der Palette ab. Und dann packt man es aufs Gesicht und dann ist da doch was. Und man kann es auch gut aufbauen. Ich kann das gar nicht vergleichen irgendwie, weil ich tatsächlich den so vom Finish gar nicht kenne. Also der ist, ich finde, sehr luminous, was ich persönlich gut finde, weil ihr kennt mich, ihr wisst, glow, give it to me. Von der Textur her habe ich so ein bisschen an die Hatice Schmidt Labs Bronzer. Obwohl der nicht so gelig sich anfühlt, aber vom Finish sieht er halt irgendwie ähnlich aus. Und man darf halt nicht vergessen, der Hatice Bronzer alleine nur in diesem riesigen Pan kostet halt 35 Euro. Obwohl ich habe gesehen, gerade zu Weihnachten und Neujahr gibt es reduziert. Da kosten sie dann nur noch 30 Euro. Wenn ihr die Bronzer oder Highlighter von Hatice Schmidt Labs wollt, kauft sie jetzt. Damit habt ihr, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß. Aber wo ich eigentlich zurückgehen wollte, die sind halt wesentlich günstiger. Und das ist halt auch noch ein Trio. Und bis jetzt funktioniert das bei mir sehr, 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 sehr gut. I mean, look at the glow. Und ich habe es abgepudert und ich habe noch keinen Highlighter benutzt. Wow. Bin sehr, sehr begeistert. Ich habe jetzt keinen Blush. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen Rosy oder nicht Rosy? Rosy oder nicht Rosy? Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich nehme einfach hier meinen Duo Cheek Color Dingsy von BH. Das ist wirklich schon richtig fertig mit der Welt, aber das ist halt so krass pigmentiert, dass man sogar bei mir immer noch das Dressing sieht. Das ist die Farbe Caribbean Coral. Ich liebe die sehr, damit wir nicht so aussehen, als wären wir tot. Ich meine, innerlich sind wir es, aber... Bin ich jetzt sehr, 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 sehr gespannt auf diesen Metallic Highlighter. Der ist schon interessant. Ist so goldy silvery. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Farbe bei mir funktionieren wird. So wie immer. Jetzt sind wir mit diesem Highlighter-Pinsel und ich bin mir da auch wieder nicht sicher, wie viel ich davon brauche. Ich meine, ich brauche immer ganz viel, aber wir versuchen das jetzt erstmal vorsichtig. Okay, das sieht in der Kamera so krass aus. Ich habe gerade mal eine Schicht benutzt. Das ist sehr verwirrend. Also so, wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, ist es schön, aber nicht so krass, wie es auf der Kamera zu sein scheint. Wenn ihr das seht, sieht es für euch aus wie Alienlandebahn, zumindest aus meiner Warte gerade. Und wenn ich so in den Spiegel gucke, denke ich mir so, oh ja, das ist sehr schön. Ein bisschen Wet-Optik. Und Tal ist, glaube ich, ein ganz kleines bisschen so dunkel, weil es ein ganz kleines bisschen Schatten wirft. Ich habe hier ein ganz bisschen am Pinsel. Ich drücke das mal ein bisschen ab und gehe jetzt einmal hier noch einmal rüber. You see? You see, bei mir ist es ganz wenig, bei euch nicht. Wenn ihr dieses Video seht, müsst ihr auch denken, ich bin einfach komplett gestört und kann nicht ohne... Okay, ich bin komplett gestört und kann nicht ohne Highlighter leben. Gut, das stimmt aber auch, also, ja gut. Dann denkt ihr schon das Richtige, nevermind. Ist, ja. Ich weiß nicht, der Pinsel ist nicht ganz so mein Ding. Ich mag das lieber, wenn die punktueller auftragen können. An sich ist der schön. Ich hätte den gerne nur so um die Hälfte ungefähr von der Größe gehabt, dann wäre der perfekt. Ich glaube, wir sehen, dass der Highlighter krass ist. Die Palette ist sehr, sehr praktisch. Auch wieder super schwer, super schön hochwertig. Farbe finde ich auch cool. Rose Addiction. Auch wenn ich den Namen ein bisschen irritiert finde, weil ich finde das jetzt nicht besonders rosy. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass wenigstens der Highlighter rosa ist. I don't mind it at all, but it's a little bit irritating, I guess. Machen wir jetzt weiter mit dem Herzstück. Diese wunderschöne, riesige Palette. Ich habe die noch nicht geöffnet. Zack. You're worth more than gold. Oh, oha, sogar hier noch mit Flopfolie. Das nenne ich Safe Packaging, I love it. Kerz, ich dachte, mein Highlight glänzt doll, ne? Oh mein Gott, wie geil ist diese Palette, bitte. Das ist einfach komplett Goldfolie. Oh, das fühlt sich so satisfying an. Love it. Ah, okay. Du. Schön. Oh, wow, okay. Das Ding ist halt riesig, das ist einfach größer als mein Kopf. Oh Gott, ich finde die richtig geil. Hier dieses Gold, dieses Grün. Hier ist so ein Anthrazit-Blau-Schwarz-Ding. Hier ist ein leicht Silber. Also wie gesagt, da sind sehr viele Schimmer bei und ein paar matte Basics. Also ich finde es sehr interessant. Ich bin jetzt so gerade überlegen, ich wollte ja heute eigentlich auf was Dezentes, Naturales gehen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Scheiße. Und ich habe gelernt, ich stehe auf Swatches. Ich glaube, ich werde meinen Arm zweimal benutzen müssen, weil ich glaube, das wird nicht in einmal reichen. So, okay, hier ist mein Blank Arm. Mal gucken, wie lange. Wir fangen ja mal mit Fighter. Das ist so ein dunkles Braun. Sieht man das überhaupt? Nein. Ich fange mal an mit Fighter. Das ist ein, oh, sehr weich. Sehr schönes, weiches Braun. Ich glaube, ich gehe mal hier so lang einfach. Wir gehen mal hier mit Royal weiter. Zack. Oh, schöne Farbe. I like. Gefällt mir sehr gut. Genie. Oh ja, okay. Farbe schwierig zu sehen, aber sehr schöne Kombi allein schon. Jetzt kommen wir. Me Anxious. Sehr hübscher Bone Shade Talk. Dann... Hopeful, ich habe schon wieder keinen Finger mehr frei. Sehr schöner Highlight. Inner Corner, oh ja, sehr hübsch. Ich brauche was für meine Finger. So, okay, Tuch habe ich. Jetzt kommen wir zu Feminine. Oh, oh, die ist geil. Oh, coole Farbe, I like. Charming. Auch sehr hübsch. Dann gehen wir jetzt mal in die zweite Reihe. Beautiful. Sometimes we try. Oh, interessante Farbe. Ist sehr, sehr, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Sehr shimmery irgendwie. Aber so samtig gleichzeitig. Ich kann es gar nicht erklären. Adventurous. Da bin ich jetzt wirklich, oh, das ist geil, glaube ich.
Oh, oh, okay. Die Farbe ist richtig krass. Das ist ja richtig geil. So ein Kupferschimmer. Jetzt kommen wir zu Attractive. Okay, der sieht tatsächlich im Pan ganz anders aus. Der sieht ja super spannend aus, auch in der Kombination. Und ich glaube, der nächste, der zupassen wird, ist Moody. Okay, diese drei sind ja perfekt zusammen einfach. Perfekt, I love it. Dann machen wir weiter mit Freakish. Da bin ich auch sehr gespannt. Ist so okay, ich glaube, das könnte eine meiner Lieblingsfarben werden. Das ist so leicht grün, gold, silber. Ganz coole Kombination, finde ich super interessant. Ich glaube, das könnte so eine Farbe sein, die ich unbedingt benutzen möchte. Machen wir jetzt mal weiter mit Humorous. Ist, ja, ähnliche Richtung, aber mehr ins Goldene und ein bisschen weniger Glitzer. Aber auch sehr interessant. Dann machen wir jetzt weiter bei diesem Fearless, bin ich auch sehr interessiert dran. Der ist, glaube ich, ein bisschen, der ist interessant. Der ist ein bisschen trockener als die anderen. Der hat halt so eine sehr trockene, staubige Base mit so ein bisschen Glitzer drauf. Sieht im Pan ganz anders aus als im Swatch. Ich glaube, ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Schwierig. Okay, wir versuchen jetzt wenigstens nochmal die Hälfte der zweiten, der dritten Reihe. Wir sind jetzt bei Traveler. Sehr schönes Bronzy Brown. I love. Diverse. Der erinnert mich so ein bisschen wie an den hier vorne, aber ein bisschen dunkler, aber sehr schön. Dann können wir zu Supportive. Schwupp. Auch ein sehr schöner. Ja, braun halt, ne? Und jetzt kommen wir zu einer Farbe, die ich sehr interessant finde. Selfish. Geile Farbe, geile Farbe. Und ich muss jetzt einmal kurz meinen Arm sauber machen, weil ich habe keinen Platz mehr. Das ist so die anderthalb, die zweieinhalb Reihen erstmal. Haben wir sauber. Schön glitzert ein bisschen, können wir nicht ändern. Ist jetzt so. Machen wir weiter mit Rebellious. Auch eine Farbe, die mir, glaube ich, sehr gut gefallen könnte. Ja. Okay, gefällt mir sehr gut. Ist ein bisschen trockener als der Rest, aber eine sehr interessante Farbe. Jetzt kommen wir mal zu Strong. Ist so ein Purple, I guess. Okay. Geile Farbe. Geile Farbe. Ist auch so ein ganz kleines bisschen Durkorn, ich habe das Gefühl. Sehr interessant und sehr schön. Dann gehen wir zu Seductive. Auch ein sehr schöner Dunkelbraun mit so einem hellbrauneren Schimmer oben drüber. Jetzt kommen wir auch zum Braun, was ich sehr interessant finde, und zwar Furious. Schwupp. Weil das hat so einen Gold-Glitter-Schimmer-Partikel mit drin. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann im Swatch, zumindest nicht auf der Kamera. Jetzt kommen wir zu Authentic. Das ist auch so ein, das ist wirklich so ein Bone-Shade. Das ist sehr, sehr hell. Aber sehr gut. Ich mag solche Shades. Gerade in braunen Paletten macht das super viel Sinn, solche zu haben, weil man mit denen sehr, sehr gut einfach ausblenden kann. Und jetzt kommen wir zu Sparkly. Bin ich auch sehr. Fühlt sich sehr. Okay, interessant. Bam. Okay, alles klar. Der ist wirklich Sparkly. I love it. Geil, geil, geil. Jetzt kommen wir zu Cosmopolitan. Eine meiner Favorites, weil grün. I love green. Bam. Auch sehr, sehr schön. So ein ganz dunkelgrüner Schimmer. Dazu passt natürlich ein sehr geiles Gold, weil. Jum. Oh wow, okay, den finde ich richtig schön. Der ist nämlich so, hat so einen ganz untertönigen Grünschimmer. Der ist nicht so gold, der ist mehr so gold with tint of green. Oh, okay. So noch gar nicht gesehen, finde ich sehr geil. Kommen wir mal weiter zu Brilliant. Wahrscheinlich so ein schöner Copperton. Oh ja, der ist auch sehr schön. Der ist auch super weich. Man sieht, glaube ich, wie krass pigmentiert die sind. Wow. Attentive. Ich glaube, der wird auch sehr gut zu passen. Sehr schön. Ich komme auf diese Swatches hier gerade. Ich glaube, krass, die einfach sind. Das hier ist aber nächstes Level. Dann gehen wir zu Insane. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich Insane ist. Schön. Insane ist es vielleicht nicht, aber es ist sehr schön. Aber eine sehr gute Alltagsfarbe. Finde ich sehr, sehr gut. Könnte ich heute vielleicht auch gut benutzen. Schauen wir mal. Vibrant. So ein dunkelrot. Hat auch so einen leichten Terracotta-Unterton. Jetzt gehen wir zu Endearing. So einen leichten Blauschiff, blau-rosa. Sehr geil. Auch sehr, sehr schön. Dann gehen wir zu Irresistible. So ein richtig schöner, heller Kopperton, glaube ich. Zack. Der ist auch sehr hübsch. Passt gut zu meinen Haaren. I like this very much. Dann gehen wir mal zu Powerful. Geil. Wie gesagt, das ist sehr brown, goldy, aber ne, bei den Palettennamen kein Wunder. Finde ich aber auch sehr, sehr schön. Gehen wir zu Curious. Ach, ist so ein sehr schöner. Ja, gut, den sieht man jetzt auf meiner Haut. Nicht so ganz gut, aber die Farbe ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, gerade auf den Augen perfekte Farbe. Workaholic, last but not least. Okay, wow. Den habe ich jetzt nicht ganz so erwartet. Ja, geil.
Geilo We Love We Stand. So, das ist die zweite Hälfte sozusagen von Rebellious bis Workaholic. Also das hier so, ne? Also diesen Ton, welcher war das? Sparkly und Golden, Cosmopolitan und Brilliant. Finde ich unglaublich interessant, I can't. Ich kann nicht alle davon benutzen, aber wir werden da schon was Gutes hinkriegen und ich muss mich jetzt kurz erst nochmal sammeln, weil das just next level. Irgendwann später. Okay, I guess I'm done. Ich habe auch mein Anhänger hier direkt noch mit eingeglitzert. Wie gut, dass ich das sowieso nicht anbehalten wollte. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt mal kurz einen Pinsel. Ich nehme hier so ein bisschen ein paar kleinen, großen Blender. Ist halt Definitionssache, wahrscheinlich eher klein für die meisten. Und gehe einmal in, ich glaube, Curious. Das ist hier unten. Das ist ein ganz bisschen Mauve-stichig. Und setze mir den jetzt einmal so ein bisschen in die Crease. Ich guck mal, wie viel da überhaupt von der Farbe. Okay, das ist ungefähr so eine perfekte Crease-Farbe für mich, für Natural. So sieht man ungefähr gar keinen Unterschied. Also das ist okay. Wirklich die perfekteste Natural Color für mich. Geil. Ich habe diesmal keinen Eye Primer benutzt, weil wir versuchen heute keine zu krassen Colorful-Ergebnisse. Weil wir versuchen heute mal etwas Dezentes. Meine Familie denkt immer, ich bin schon sowieso zu extra. You're not wrong there. Ja. Heute irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich heute nicht so krass nach Farbe. So ein bisschen was Schönes, aber nicht too much. Das sieht einfach so aus, als würde ich nichts tragen und trotzdem sieht es schön aus. Dann gehe ich jetzt mal in... Okay, ich möchte auf jeden Fall Sparkly später benutzen. Ich würde sonst gerne nämlich in Rebellious gehen. Das ist aber ja so ein Terracotta-Rotton. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Deswegen gehen wir einmal in Fighter. Das ist ja so ein dunkles Braun. Ich versuche das jetzt mal vorsichtig, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass der Übergang sonst zu krass wäre. Ein bisschen... Ja, ein kleines bisschen hellerer Braunton wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Aber wir gucken jetzt mal, wie smooth sich das verblenden lässt. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Oh, ich glaube aber, ja, das geht. Ich glaube, ich möchte tatsächlich heute so ein bisschen was Runderes. Sonst gehe ich ja mal sehr weit raus gerne. Versuchen wir heute mal nicht. Es ist so ungewohnt für mich, einfach euch das Natural zu zeigen. Also für meine Verhältnisse. Ich wieder so mal. Und los, gib mir Farbe. Aber ich glaube, das ist ungefähr das alterstauglichste Video, was ich jemals gemacht habe. Wir gehen jetzt mal hier für so ein Natural Brown Glam. Auch sehr schön. Nutze ich, wie gesagt, super, super selten. Das heißt super, super selten. Ich mache das halt, gerade jetzt zu den Weihnachtstagen habe ich das öfter gemacht, dass ich so ein bisschen not too much gemacht habe. Einfach, weil ich es irgendwie dieses Jahr nicht so gefühlt habe. Ich habe dieses Jahr Weihnachten gar nicht gefühlt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hattet ihr dieses Jahr dieses Weihnachtsfeeling? Ich hatte das gar nicht. Vielleicht liegt es bei mir halt einfach an der Kombination aus. Ich habe halt richtig viel gearbeitet. War super, super stressig. Es ist halt Corona. Man hat... Vieles, was man so ein Weihnachten vielleicht hätte gemacht, nicht machen dürfen. Und es ist halt auch das erste Weihnachten ohne meinen Großvater. Dementsprechend war das halt emotional sowieso nochmal next level troubling. I don't know. Aber diese Kombi hat es bei mir halt irgendwie ein bisschen gekillt. Und gerade Weihnachten ist für mich auch eine etwas traumatische Zeit einfach gewesen als Kind. Dementsprechend, I don't know. Ich gehe schon mal ein bisschen am unteren Wimpernkranz lang und versuche gerade nicht das dümmste Gesicht der Welt, weil es noch was schwierig ist. But don't we all love a stupid face? Yeah, we do. So, there you go. You're welcome. Wir haben hier, glaube ich, was sehr smoothes Braunes. Ich finde es schön. Ich habe es jetzt auch nicht so weit nach oben gezogen für meine Verhältnisse. Also ein bisschen ja, aber nicht so viel wie sonst. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich das jetzt mache. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt einmal in Sparkly. Also diesen Schicht hier unten, den ich super, super spannend finde. Setz mir den einfach hier direkt schon mal hin. Geil. Ich weiß auch noch nicht, was ich anziehen soll. Das ist jetzt schon mehr, als ich dachte, dass ich machen würde. Diese Palette, ne, die bringt sie mir hervor. Ich finde die Farbe richtig, richtig geil. Und ich glaube, ich gehe jetzt nochmal mit einem dunkleren Braun. Oder mit... Nee, okay. Ich gehe einmal hier unten nochmal in Workaholic. Nochmal mit meinem Finger. Oh, sieht man gar nicht. Hier. Unten nochmal mit meinem Finger ein bisschen rein. Und pack das hier einfach nur ein bisschen als Übergang auf. Ich liebe die Farbe. Doch, der Übergang ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr smooth. Ich gehe jetzt nochmal mit so einem Definer Brush. Das ist von BH mit Ellie, die Nummer 9. Und gehe halt nochmal in Sparkly einmal und setze das hier unten noch ein bisschen hin. Damit wir das jetzt ein bisschen wiederkehrend haben. Voll schöne Farbe. Und dann nochmal Workaholic hier unten. So, okay. Und das ist, glaube ich, schon ganz süß. Es ist, oh mein Gott, ich finde es so ungewohnt, mich in so einem Smoky Brown zu sehen. Das ist wirklich sehr verwirrend. Meine Haare muss ich auch gleich nochmal aufmachen. Ich hatte über die Weihnachtstage einfach die ultimative Bitch-Fantasy-Freeze. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Ich hatte einfach Middle Parted, was ich sonst nie habe. Habe ich jetzt irgendwie wieder auch wieder, weil es einfach funktioniert hat. Ich war einfach ein anderer Mensch. Ich hatte Middle Parted Hair und komplett straight. Und unten war es ein bisschen geschwungen noch so. Also einfach nur so einmal. I don't know. Ich kann es nicht erklären, ohne jemanden zu offenden. Aber es war einfach so a new level of bitchiness. Ich sah einfach aus wie jemand, der sein Leben together hat. Was ich absolut nicht habe. Aber das ist pretty. I like it. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einen Eyeliner mache. Aber dann wäre das extra. Es wäre wieder schon sehr extra. I don't know. Ich hätte aber jetzt irgendwie gerne noch so ein bisschen... Ja, aber es wird auch zu viel, wenn ich jetzt wieder dunkel mache, ne? Nee, okay, wir lassen das. Ich finde es süß, I like. Ich würde jetzt aber trotzdem einmal gerne mit meinem Pointbrush einmal in
Taub vorgehen, dieses Silber hier oben, und mache das nochmal als Inner Corner Highlight. Weil viel hilft hier. Ich meine, wir hatten ja schon Highlighter, aber der war nicht Silber. Der Yuko. Ich habe das nicht angesprüht, möchte ich sagen. Ich habe nichts davon angesprüht. Ich habe nicht mal eine Eyebase benutzt. Also. So, dann kommen wir zu einer Sache, bei der es mal wieder bei mir immer mit steht und fällt. Und zwar mit der Mascara. Sculpting Volume Mascara Love Rose. Nummer 100 Black Rose. Ich schätze mal, die gibt es anscheinend auch in anderen Farben, weil sonst nur so eine dünne Farbnummer draufsteht. Probieren wir mal. Hat so ein trichterförmiges Bürstchen anscheinend. Und es sieht aus, als wäre es nicht Silikon, sondern so Pinselhärchen-artmäßig. Riesiges Teil, super schwer. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, Mascara. Ich hätte jetzt einfach mal auf. Das ist das allererste Mal, dass ich die überhaupt aufmache. Ich kenne die auch nicht. Oh, da ist super viel dran. Gefällt mir schon mal nicht. Oh Gott, da ist super, super viel dran. Ich versuche das hier mal so ein bisschen abzustreifen. Das ist schon mal... Nee, mm-mm. Ich glaube, das wird nicht mein Favorite. Aber ihr wisst ja, mein Love X Tush Mascara ist meine absolute Favorite Mascara ever. Kommt so viel raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich will das nicht machen. Das ist jetzt einmal mit dem Handrücken erstmal abgeschmiert, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert danach. Sie riecht nicht nach Rosen. Ich dachte, sie riecht vielleicht nach Rosa, weil irgendwie ja irgendwas mit Rose war im Namen. Okay, vielleicht hätte ich doch nicht so viel abnehmen sollen, weil jetzt ist da wirklich sehr wenig am... Okay, ich versuche jetzt, das hier ein bisschen draufzunehmen, was ich daran hatte. Okay, die ist tatsächlich sehr trocken, habe ich das Gefühl. Mich ein bisschen verwundert, weil wie gesagt, ich habe sie vorher nicht aufgemacht, weil normalerweise sind ja Mascaren wesentlich feuchter, zumindest der Großteil. Und sie definiert sehr gut die einzelnen Wimpern. Das ist tatsächlich ja bei der meiner Favorite Mascara mit Tush einfach nicht so krass. Weil die ja so Gummibürstchen hat, die macht dann halt echt so, ja, längere Wimpern einfach. Definiert nicht so krass. Dafür ist die hier im Ergebnis dezenter. Okay, das ist jetzt eine Schicht. Noch ist der Schwung da. Ich bin noch nicht sicher, wie lange das so bleiben wird. Ich würde das jetzt einmal ganz kurz trocknen lassen und auf der anderen Seite eine Schicht machen. Sehen wir uns gleich nochmal zu einer zweiten Schicht einfach wieder und vielleicht auch einer dritten. I don't know, mal gucken. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, ich habe eine Schicht Mascara sowohl unten als auch oben. Und ich muss sagen, ich finde es auch sehr schön. Es ist komplett anders als die Tush Mascara vom Ergebnis. Eine Sache haben sie aber beide gemeinsam und es behält beides meinen Schwung drin, was ich sehr, sehr gut finde. Ich bin gerade so ein bisschen, wow, warum habe ich nie Love Mascara vorher ausprobiert? Die ist ja richtig, richtig gut. Die macht nicht so, ich sage, klumpige Wimpern, aber die Tush Mascara macht die Wimpern halt lang und dick, sage ich mal. Die macht halt wesentlich mehr Volumen. Also es ist sehr federig, weich und die Mascara ist wirklich von Natur aus anscheinend sehr, sehr trocken. Oder meine liegt schon 3 Jahre. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Bei mir ist sie halt ganz frisch angekommen. Ich dachte erst, weil das Bürstchen so klumpig ist, dass das nur eine Katastrophe werden kann. Aber tatsächlich mache ich immer nur ein bisschen von der Spitze ab und den Rest kommt gar nicht so einfach ab. Es ist wirklich sehr wenig. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall eine zweite Schicht. Mal gucken, inwiefern denn dann jetzt sich da noch was tut. Also es wird dadurch noch deutlich dramatischer. Was jetzt bei meinem Augenlook gar nicht so schlecht ist, weil ich wollte nur Halbwimpern tragen. Oh doch. Also ich glaube, man sieht den Unterschied ganz gut, dass das Auge jetzt deutlich größer und erweiterter einfach aussieht. Das klingt, als wäre ich auf Drogen. Nein, aber so das Auge sieht einfach geöffneter aus, als im Vergleich zu dem jetzt hier. Es sieht wacher aus. Doch, also das sieht sehr gut aus. Was eine gute Mascara alles bewirken kann, das ist unglaublich. Liebes, liebes, liebes. Ich glaube, ich werde jetzt einmal das ganz kurz trocknen lassen und dann einmal hier Haarflashes aufkleben. Und dann bin ich gleich wieder zurück für den Lippenstift. Das ist die Farbe übrigens. 502 Lip Affair. Marina's Chestnut. Die Namen sind tatsächlich von Mitarbeitern von Love, soweit ich weiß. Die Favorite Colors sind nach denen benannt immer. Das finde ich sehr, sehr süß. Sehr gespannt, weil das so eine sehr schöne, nude, leichte, rosy Farbe ist. Ich bin mal gespannt, wie rosy denn auf meinen Lippen aussieht. Aber das sehen wir dann gleich. Ein paar Sekunden später. Ich gucke uns diese Farbe an. Das ist diese Farbe hier. Oh, die sieht in der Kamera sehr rotstichig aus. Das rutscht jetzt einmal ganz kurz auf meinem Handrücken. Das ist die Farbe. Sehr cremig. Es ist nicht so hundertprozentig krass deckend, was ich eigentlich immer bei den Love-Lippenstiften ganz schön finde, weil du kannst also sehr natürliche Lippen draus mitmachen. Aber finde ich auch schön. Ich weiß gar nicht, mache ich einen Lip-Liner? Ich glaube, ich würde es tatsächlich mal ohne machen, weil die Lippe dann halt so ein bisschen natürlicher, wie gesagt, halt aussieht. Wir versuchen das Ganze jetzt mal. Ist sehr, 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 sehr cremig und reichhaltig. Mit dem Finger einmal so ein bisschen an der Kante lang gehen. Sehr schön. Ich mag's sehr gerne. Ist eine sehr schöne, natürliche Alltagsfarbe. Und ich glaube auch, dass es zu fast allen Farben in der Palette passen wird, was ich sehr, sehr gut finde, wenn man das in so einem Set verkauft. Ich liebe alles an dieser Box. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie schön Love-Produkte sind, weil ich die irgendwie mittlerweile natürlich wesentlich mehr auf der Kette habe, woran das vielleicht liegen könnte, dass ich sie regelmäßig zugeschickt bekomme. Dafür dann auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch für diese süße Weihnachtsbox und die süße Karte dazu. Also Love ist wirklich lovely. Das ist nicht bei allen Brands so der Fall. Dementsprechend weiß ich das umso mehr zu schätzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das würde mich natürlich interessieren. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so Weihnachten rumgelaufen seid. Wart ihr full glam? Wart ihr komplett vielleicht
barefaced? Habt ihr vielleicht gar kein Make-up getragen? Oder habt ihr was richtig Buntes gemacht? Oder auch ein bisschen mehr Natural Smoky Glam? Würde mich natürlich super interessieren, auch wie euch diese Box gefallen hat. Ob euch dieser Natural Look auch mal gefallen hat. Und wenn ja, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob ihr sowas mal öfter sehen wollt. Weil, you know me, ich bin immer so, ah, braun. Und dann bin ich mal so, ach ja, doch, braun, irgendwie schon ganz schön. Ich muss jetzt gleich auf jeden Fall mal meine Haare aufmachen und mir ein Outfit überlegen. Ich weiß nämlich noch absolut gar nicht. Keine Ahnung. Habt noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Vor allem genießt jetzt ein bisschen die Ruhe zwischen den Tagen und habt hoffentlich schöne Silvester und ein schönes neues Jahr. Take care, Babes. Es ist alles immer nicht so einfach, aber macht das Beste draus. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Okay, we've got some little... Blackie fantasy, little curly hairstyle, little middle parted, two clips. Yeah, I guess I'm good to go. Zumindest äußerlich. Yeah.